Okay, ihr Lieben, ich bin seelisch und moralisch nicht auf dieses Video vorbereitet. Ich habe tatsächlich gedacht, dass wir uns noch ein bisschen mehr Zeit lassen können, bis wir dann schließlich zu dem Godzilla kommen, der von den meisten wirklich unfassbar verteufelt wird. Zu dem einen Godzilla, dem man das Gottsein abgesprochen hat. Zu Roland Emmerichs Godzilla oder wie die meisten von euch ihn vielleicht inzwischen kennen, zu Zilla. Und naja, ich habe da jetzt so ein paar Fakten recherchiert, dachte am Endeffekt wird das jetzt eher so ein leichteres Video, was ein bisschen kürzer wird. Kleiner Spoiler, hat nicht funktioniert. Die Geschichte hinter Zilla ist tatsächlich komplexer, als wir das gedacht haben. Sie wird mit einbeziehen, logischerweise den Film von Roland Emmerich von 1998, eben den Godzilla-Film von damals. Ebenfalls wird das Video hier mit einbeziehen den Film Godzilla Final Wars, den ich sogar hier noch auf schöner DVD habe, denn ja, die meisten anderen Godzilla-Filme habe ich tatsächlich auf VHS alt. Gell? Aber das ist auf jeden Fall noch eine DVD, kennen die wenigsten von euch wahrscheinlich auch noch. Das ist der Vorreiter von der Blu-ray. Das kam eben davor. Ist aber auch vollkommen egal. Auf jeden Fall merkt ihr jetzt hier schon, dass Zilla seinen Weg dann doch irgendwie quer durch die verschiedenen Universen der Produktionsstätten hindurch gefunden hat. Quasi ist Zilla selber das ultimative Wurmloch, das durch die verschiedenen Projekte hindurch switcht, von Roland Emmerichs Film, den man als Hit und Miss bezeichnen kann, bis hin zu Tohos Final Wars und zwischendurch nochmal hier. Auch in einem Comic ist er aufgetaucht und eben natürlich in der allseits beliebten Serie Godzilla, die Serie. Im Englischen heißt sie The Animated Series. Ich glaube im Deutschen aber nur einfach die Serie. Und ja, über Staffel 1 hatten wir jetzt schon mal so ganz grob gesprochen gehabt, in einem schönen Livestream. Das Video dazu habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Das kannst du hier einfach nachholen. Jetzt sprechen wir hier allerdings einmal über Zilla an sich und über alle Fakten, die ich über Zilla in sämtlichen Varianten gefunden habe. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ihr merkt vielleicht, ich versuche mir jetzt hier auch schon so ein bisschen mehr Zeit für so Themen zu nehmen. Es haben sich nämlich ein paar Leute da draußen auch beschwert. Eine Beschwerde, die ich sehr cool fand, dass ich hier und da einfach ab und zu mal anfange, zu schnell zu reden und das Ganze dann doch zu schnell durchzuseppen. Und mich freut es, dass die Leute jetzt sagen, Tobi, nimm dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit und führe das Ganze einfach ordentlich aus. Finde ich eine sehr schöne Sache. Aus diesem Grund machen wir das jetzt hier einfach auch sehr sauber und ordentlich. Wir beginnen jetzt einfach einmal chronologisch mit den Fakten, die ich wirklich so ebenfalls chronologisch aufgelistet gefunden habe. Ich habe euch die gesamte Quelle unten in der Beschreibung verlinkt. Und hierbei fällt schon etwas sehr Interessantes auf. Und zwar ist die allererste Info, die ihr wirklich chronologisch gelistet findet über Zilla, die folgende. Und zwar ist Zilla ein riesiger, mutierter Leguan-Kaiju, der das allererste Mal 2004 in Tohos Godzilla Final Wars aufgetaucht ist. Und jetzt werden wir schon mal ganz kurz sagen, Moment. Das war das erste Mal, aber das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, was wir wirklich in der Realität erlebt haben. Denn Godzilla Final Wars macht ja nichts anderes, als sich den Zilla zu nehmen, den wir bereits schon kannten, und auf dem eine Referenz aufzubauen, nämlich wie kacke die meisten noch diesen Film finden, den Roland Emmerich Film, und sich dann eben darüber lustig zu machen. Das heißt, das Original wird hier nicht einmal mehr aufgelistet. Und tatsächlich ist das, naja, mitunter beabsichtigt. Denn ihr müsst euch hier auf etwas einstellen. In diesem Video wird es um wirklich extremes Zilla-Bashing gehen. Nicht von meiner Seite aus. Ich mag Roland Emmerichs Godzilla-Film tatsächlich eigentlich sehr gerne. Ich rede jetzt hier über sämtliche Informationen, die wir wirklich so mit Quellen, offiziell von Toho zum Teil oder eben auch von bestimmten Designern oder eben Produzenten von Toho selber, die wir jetzt eben bekommen haben, anhand von Aussagen. Und naja, das ist alles es geht schon sehr gegen diesen Kaiju. Deswegen müsst ihr jetzt hier wirklich einmal tief durchschnaufen. Es werden jetzt hier ein paar Sachen folgen, wo ihr euch vielleicht denkt, okay, das ist ein bisschen unfair dem Roland Emmerich Godzilla gegenüber. Vielleicht sagt ihr aber auch, doch, kann ich komplett nachvollziehen, ist ein totaler Kackfilm. Wir machen einfach mal weiter mit den Informationen. Um das aber nochmal vielleicht von vornherein chronologisch aufzulisten. Natürlich kam Roland Emmerichs Godzilla im Jahr 1998 raus. Und natürlich ist 1998 vor 2004. Nur ich kann dumm wirken, während ich was Schlaues sage. Aber natürlich stimmt das Ganze. Roland Emmerichs Film war zuerst da. Und Emmerich hat uns damals einen Godzilla-Film geboten, der nach vielen Aussagen
nicht wirklich viel mit dem Original Godzilla zu tun hat. Weder vom Design, noch von der Story her, noch vom gesamten Feeling her. Und damit räumen wir jetzt einfach auch mal ganz kurz auf. Bei dem Feeling gebe ich euch vollkommen recht, ja, das Feeling ist so ein typisches Roland Emmerich Katastrophenfilm-Feeling. Mehr aber eben auch nicht. Der Film fühlt sich genauso an wie Independence Day. Ich rede hier nur vom Feeling, nicht von der Qualität her. Oder eben jeder andere Roland Emmerich-Film auch. Das heißt, du hast sehr starke Stereotypen-Charaktere. Du hast eine sehr plumpe Story, was da die Leute oder eben auch die Personen angeht, obwohl die Story hier von den Menschen sogar noch interessanter ist als die Monsterverse, aber an sich ist das eben vom reinen Feeling her, das ist nicht diese Urgewalt von Godzilla, das ist mehr so dieses ganze, das ist einfach irgendein Monster, das könnte auch einfach irgendein anderes Monster sein und der Film würde genauso funktionieren oder eben genauso nicht funktionieren. Das heißt, Godzilla kannst du jetzt hier einfach austauschen und es wäre für den Film komplett egal. Nimm einen riesigen T-Rex im Endeffekt, ist vollkommen wurscht. Und das ist zum Beispiel ein sehr krasses Markenzeichen auch der Toho-Filme. Ich würde sogar so weit gehen und auch sagen, dass die Monsterverse-Filme das ebenfalls noch geschafft haben, dass du Godzilla eben nicht einfach austauschen kannst gegen irgendeine andere Figur, weil Godzilla doch eine sehr starke Präsenz hat. Über die Toho-Filme müssen wir gar nicht diskutieren, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber ich finde auch, das Monsterverse hat das relativ gut hinbekommen. Zilla hingegen, na, wie gesagt, er ist halt da und ja, wäre auch nicht schlimm, wenn es ein anderes Tier wäre. Vom Design her fand ich persönlich Zilla eigentlich immer ziemlich cool, weil er jetzt mehr eine realistischere, echtere, realistisch und echter, Alter, was ist denn heute los? Weil er wirklich eher eine realistischere und eben eine, naja, schon fast Dinosaurier-ähnlichere Kreatur ist als Godzilla selber. Und ich weiß, ja, Godzilla im allerersten Film wurde auch noch als Dinosaurier betitelt, der allerdings hier noch aufrecht läuft. Das heißt, man könnte so weit gehen und sagen, das Design von Zilla ist akkurater. Und ich muss sagen, ich finde das bis heute auch ganz cool. Aber als Godzilla-Design, und da kommt dann noch ein Ranking von mir, jetzt wo ich da sehr, sehr, sehr tief in der Materie drin bin, mir fehlen immer noch ein paar Filme, aber das Godzilla-Design würde ich dann doch sehr weit hinten parken, aus bestimmten Gründen, wenn man die mit anderen Godzilla-Designs und eben dem Namen Godzilla vergleicht. Das heißt, auch da kann ich dann die Fanlager wirklich verstehen, die eben sagen, das ist nicht mehr Godzilla, das ist irgendeine andere Kreatur und dazu kommen wir gleich auch noch im Verlauf dieses Videos. Allerdings muss ich hier jetzt beim dritten Punkt den Leuten ein bisschen widersprechen. Wenn es heißt, der Film hat überhaupt gar nichts mit Godzilla zu tun, da muss ich hier ganz klar sagen, das stimmt nicht. Tatsächlich hat Roland Emmerichs Godzilla einen sehr, sehr schönen Callback an den allerersten Godzilla-Film von 1954 geschaffen und den in die Geschichte mit eingebaut. Und paradoxerweise ist bei all der Kritik, dass der Film nichts mit Godzilla zu tun hat, genau die eine Sache, die sich auf den Original Godzilla fußt, mitunter einer der größten Kritikpunkte am gesamten Film. Stichwort ist sowas wie Thunfischkopf. Ja, tatsächlich wird der Kaiju-Zilla in einem französischen Comic hier und da auch einfach als Tuna-Head oder eben im Französischen ist das Ganze da genannt, also als Thunfischkopf betitelt. Und wir kommen gleich noch zu den ganzen Beleidigungen, die dieser Film in bestimmten anderen Filmen als Referenz bekommen hat. Die Nummer mit dem Thunfisch tatsächlich ist allerdings genau das, was ich eben gerade erwähnt habe, eine direkte Referenz an den allerersten Godzilla-Film, quasi eine Referenz zurück zu den Wurzeln von Godzilla. Denn dort erfahren wir auf einer Insel von einem Einheimischen, dass es eine Legende über den sogenannten Gojira gibt, der immer wieder aus dem Wasser herauskommt und dann das Dorf terrorisiert. Auf die Frage hin, was denn der ausschlaggebende Punkt dafür ist, dass Godzilla wirklich an Land kommt, wird Folgendes erklärt, nämlich, dass Godzilla erst dann das Wasser verlässt und eben an Land kommt, wenn die Fischerboote keine Fische mehr einfangen. Das heißt, das Meer ist erst einmal leer gefischt. Der Godzilla hat also keine Nahrung mehr und deswegen kommt er dann eben zurück an Land und fängt dann dort an, Randale zu machen. Um den Godzilla hier zu beschwichtigen, muss man, wie sollte es anders sein, eine Jungfrau auf einem Floß aufs Wasser schicken. Ab mit der. Und ja, darüber haben wir uns auch schon im Livestream lustig gemacht. Warum muss es immer eine Jungfrau in Nöten sein, die für irgendetwas gerade steht? Naja, auf jeden Fall ist das die Ursprungsgeschichte, die Legende des Godzillas im allerersten Film. Und Roland Emmerich hat sich genau das genommen, hat das eben in diesen Film eingebaut. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist okay, aber hat er es wirklich gut gemacht? Darüber können wir vielleicht streiten, ob diese ganze Fischnummer nicht doch dann ein bisschen lächerlich aufgegriffen wurde. Ich meine, Godzilla ist hier mehr Tier als sehr wahrscheinlich in irgendeinem anderen Film. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Roland Emmerich versucht hat, mit diesem Godzilla-Film
King Kong zu imitieren. Lass diesen Satz einfach mal ganz kurz sacken. Ich habe einfach so ein paar Parallelen an den beiden Filmen gesehen. Unter anderem eben auch die ganze Nummer mit ein fremdes Tier kommt an einen Ort, wo es nicht hingehört. Und die Menschen sind wieder daran schuld, aber die Menschen zeigen keine Einsicht. Die Menschen greifen dann das Tier an. Und dann ganz zum Schluss stirbt das Tier aufgrund dessen, was es liebt. In King Kong ist es eben eine Frau und hier ist es eben ein riesiger Haufen von Thunfisch. Es mag blöd rüberkommen, aber im Endeffekt, vielleicht könnt ihr mir auch sagen, ob ihr hier so ein paar Parallelen seht, mir das mal in die Kommentare unten reinschreiben. Vielleicht bin ich da auch einfach jetzt gerade zu. Vielleicht denke ich da jetzt einfach zu weit hergeholt in die ganze Nummer rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, Zilla oder Godzilla von Roland Emmerich ist quasi die King Kong-Variante. Ein Was wäre, wenn nicht King Kong, sondern Godzilla am Start gewesen wäre. Und ja, Peter Jacksons King Kong ist besser als der Godzilla-Film von Roland Emmerich. Ich wollte einfach nur auf die Grundstruktur des Films eingehen. Dieser Zilla stirbt dann, wie gesagt, ganz zum Schluss des Films, weil er sich in einer Brücke verfängt und dann auch abgeschossen wird. Und dann setzt eine Animationsserie bzw. eine Kinderzeichentrickserie die ganze Geschichte fort. Zillas Geschichte geht also weiter, bzw. sehen wir am Ende vom Film, wie noch so ein Ei aufplatzt und da kommt dann einer dieser ganz vielen Baby-Zillas raus, der aber jetzt in diesem Fall die Sprengung im Untergrund überlebt hat. Das heißt, hier haben wir ein offenes Ende und ich persönlich habe wirklich jahrelang gedacht, das muss doch irgendwie weitergehen. Das ist einfach, der Film, da soll noch was kommen danach. Allerdings kam der Film bei den Zuschauern generell nicht ganz so gut an. Man hat sich dann aber trotz allem dazu entschieden, mit den Original-Synchronsprechern und mit den Originalfiguren nur eben gezeichnet, eine Zeichentrickserie als Prequel, also als Fortsetzung zu diesem Film zu machen. Und da sehen wir dann, wie es weitergeht mit Zilla Junior, also quasi mit dem Baby von dem Zilla, den wir in Roland Emmerichs Film gesehen haben. Und ja, zu Zilla Junior gibt es auch nochmal ein eigenes Video, wo ich dann eben auch noch so ein bisschen auf die Serie mehr eingehen kann. Jetzt kommen wir also dann zu den offiziellen Daten, die von Toho ebenfalls geschrieben wurden. Unter anderem eben, dass Zillas erster Auftritt im Jahr 2004 in diesem Film hier gewesen ist. Und es wird später auch noch darauf eingegangen, warum sie das als erstes echtes Datum gelistet haben. Jetzt fangen wir an mit dem, wo ich eben noch gesagt habe, tief durchatmen. Wenn ihr Godzilla von Roland Emmerich Fans seid, dann wird es jetzt vielleicht ein bisschen heftiger werden. Zilla wird also, wie eben gerade gesagt, als mutierter Leguan-Kaiju beschrieben, der in Godzilla Final Wars das allererste Mal aufgetaucht ist. Und ja, tatsächlich ist das richtig, dass Godzilla hier, ich meine sogar das allereinzige Mal, auf einem Leguan basiert in der Hinsicht. Denn in Roland Emmerichs Godzilla ist die ganze Nummer ja auch so gewesen, dass aufgrund von Atomtests diese radioaktiven Partikel auf einer Insel einen Leguan getroffen haben und der ist dann eben zu Godzilla mutiert. Das heißt, man könnte im Endeffekt auch so weit gehen und sagen, dass Zilla eine ähnliche Entwicklungsstufe hat oder eine Entwicklungsgeschichte hat wie Destroyer, der auf dem Oxygen Destroyer basiert, wo ebenfalls dann auch Partikel ins Wasser runtergeeiert sind, hat dann ganz viele Urzeitkrebse mutieren lassen und die haben sich dann irgendwann zusammengewurstelt und sind dann zu Destroyer geworden. Während wir Zilla im Godzilla von Roland Emmerich Film allerdings noch als normales, freies Tier sehen, das sich quasi auch hier und da versucht in der Stadt zu verstecken, sehen wir in Final Wars einen etwas anderen Zilla. Und darauf wird gleich noch ein bisschen mehr eingegangen, denn viele von euch sagen ja, das ist derselbe Godzilla. Und da muss ich sagen, nein, das ist nicht derselbe Godzilla, das ist der gleiche. Das ist ein Unterschied, den besprechen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall wird hier darauf eingegangen, dass wir in Final Wars eben einen Zilla sehen, der unter einer Gedankenkontrolle steht. Aus diesem Grund wird ebenfalls unter der Kategorie Eigenschaften oder eben auch Verhalten des Tieres unbekannt angegeben, mit dem Hinweis, dass man eben nicht weiß, wie sich dieses Tier normalerweise verhalten hat. Da es aber in diesem Film hier unter einer Gedankenkontrolle gesteckt hat, kann man eben sagen, dass es dadurch sehr aggressiv wurde. Wie aber dieser Zilla hätte natürlich auf Menschen gewirkt oder beziehungsweise wie eben sein Verhalten gewesen wäre, das wird ja ganz klar beschrieben, ist eben einfach unbekannt. Was schon der erste Hinweis in die Richtung ist, dass dieser Godzilla oder dieser Zilla aus Final Wars nicht derselbe ist wie in Godzilla 98. Sonst hätte man ja einfach sagen können, naja, da wissen wir, wie er drauf ist, ohne Gedankenkontrolle. Man sagt hier aber eben ganz klar, bei diesem Zilla wissen wir es eben nicht. Und bevor ihr jetzt in die Tasten reinhämmert, Tobi, aber du hast mir, wartet ab, es geht noch weiter. Wir gehen darauf jetzt noch ein paar Mal ein auf die ganze Geschichte. In Final Wars wurde Zilla außerdem mehr als eine Art von Gag verwendet, als jetzt irgendwie eine ernsthafte Bedrohung, denn Zilla trifft dann irgendwann auf den Toho-Godzilla und wird von dem innerhalb von
lasst es mal 3 Sekunden sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, das ist auf jeden Fall sehr schnell. Eben fertig gemacht, um quasi zu zeigen, wir mögen diesen Godzilla ebenfalls nicht. Und das war einfach so ein Gag dann auch für viele Fans, die da draußen ja auch gesagt haben, oh, dieser Roland Emmerich Godzilla, der ist so blöd, der ist so bescheuert. Das war jetzt dann irgendwie nochmal so ein kleiner Seitenhieb an Roland Emmerichs Godzilla, beziehungsweise an den gleichen Godzilla. Tatsächlich aber nicht denselben. Und ich will jetzt hier auch nicht den Klugscheißer markieren, ich erkläre es aber einfach trotzdem mal ganz kurz, weil das Gleiche ist nicht dasselbe wie dasselbe. Das ist so eine Sache, die immer wieder mal falsch verwendet wird und dadurch kommen dann so Sachen zustande wie, ja, der Spinosaurus aus Jurassic World Camp Cretaceous ist der gleiche Spinosaurus wie der aus Jurassic Park 3. Das schreiben dann wirklich auch Zeitschriften in ihre Artikel rein. Und das ist eben einfach falsch. Nein, der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ist derselbe wie der aus Jurassic World Camp Cretaceous. Das heißt, es ist wirklich dasselbe Individuum. Um das mal anhand dieser Schachfiguren jetzt hier ein bisschen besser zu beschreiben, wenn ich euch jetzt diese Figur hier mit der rechten Hand zeige, also den Turm, mach ihn dann wieder weg und zeig euch dann denselben Turm noch einmal. In derselben Hand, das ist derselbe Turm, den ich euch eben gerade gezeigt habe. In der anderen Hand, das wäre der gleiche. Das heißt, das ist ein Turm, genau wie der hier auch, also eben der gleiche, aber ein anderes Individuum. Und tatsächlich geht Toho genau darauf ein, dass der Godzilla in Godzilla Final Wars, also dass der Zilla, der da eben auftaucht, nicht derselbe ist wie der von Roland Emmerich, sondern der gleiche. Sie schreiben sogar selber, dass das nur eine Referenz an diesen Godzilla sein soll. Was auch irgendwie Sinn macht, ich meine, Godzilla ist ja auch gestorben in Roland Emmerichs Godzilla am Ende und im Endeffekt mag das gar nicht mal so wichtig sein, aber für mich war es ultra verwirrend, da ihr mir immer wieder geschrieben habt, Tobi, das ist derselbe Godzilla, der hier in dem Film auftaucht, das ist derselbe wie der, der auch in Roland Emmerichs Film auftaucht. Und dann habe ich das Ganze eben einfach mal nachrecherchiert und dann kam raus, nee, ist eben nicht derselbe, das ist der gleiche. Und das wird gleich nochmal sehr interessant, dass wir jetzt ja hier quasi, ich weiß, das ist ein Gag und der Gag soll sich auf Roland Emmerichs Godzilla beziehen. Dieser ganze Kampf in Final Wars dann da mit Zilla soll eine Referenz an Godzilla sein von Roland Emmerich. Aber gleich wird es nochmal sehr interessant, weil wir ja jetzt laut Toros eigenen Aussagen 2 verschiedene Individuen von diesem Zilla haben. Vielleicht kommt noch ein dritter mit dazu. Warten wir es mal ab. Des Weiteren haben wir als nächstes den Satz geschrieben und guckt in der Quelle nach. Ich denke mir das gerade wirklich nicht aus. Es steht wirklich geschrieben, obwohl Zilla seinen bisher einzigen Filmauftritt in Godzilla Final Wars hatte. War ja auch in dem Handyspiel Godzilla Kaiju Collection, was übrigens nur in Japan erschienen ist, beziehungsweise nur auf Japanisch, das kriegst du auch hier, das Game. Allerdings habe ich es nur auf Japanisch gefunden, was mir dann auch nicht so weiterhilft, weil ich halt null Japanisch kann. Aber Godzilla hat ebenfalls noch seinen Weg in 2 andere Comics gefunden und tatsächlich haben wir jetzt hier den sehr interessanten Fakt, denn diese Comics wurden mir von jemandem von euch zugeschickt per PDF. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen und du bist davon ausgegangen, dass wir jetzt hier eine dritte Variante von Zilla haben. Eben einmal den Roland Emmerich Godzilla, dann den Final Wars Godzilla oder Zilla und dann eben jetzt noch den aus den Comics. Und nein, laut Toho selber ist der Zilla aus den Comics derselbe wie der, den wir in Godzilla Final Wars sehen. Wie das jetzt irgendwie chronologisch zusammenpasst, das müssen wir uns ausdenken. Ich meine, wird Zilla nicht einfach auch in Final Wars irgendwie so daher teleportiert von irgendwo, vielleicht einfach aus dem Comic-Universum dann? Keine Ahnung. Und ein paar von euch werden sich jetzt vielleicht auch gefragt haben, was hat denn aber Toho jetzt wirklich hier für ein Mitspracherecht bei dieser Kreatur? Haben die überhaupt die Rechte an diesem Zilla? Und die Antwort darauf ist tatsächlich inzwischen ja. Denn Toho hat nämlich so lange gewartet, bis die Rechte an Godzilla von Roland Emmerich, sowohl an Design als eben auch an Geräuschen, allem drum und dran, bis die Lizenz dort abgelaufen ist. Danach hat sich Toho das Design von diesem Godzilla gesichert und hat sogar eine Toho Kaiju Collection rausgebracht, wo wir eben diesen Godzilla von Roland Emmerich noch einmal begutachten können, beziehungsweise auch einfach sammeln können. Und da fällt uns dann was auf, denn hier haben wir jetzt nämlich offiziell von Toho auf der Actionfigur den Titel Zilla drüber geschrieben. Da mag man sich jetzt fragen, was ist mit dem Gott im Namen passiert? Und tatsächlich, ja, hat man sich dazu entschieden, diesem Zilla den Gott-Status zu nehmen. Mit der Aussage,
Das hier ist kein Godzilla. Das ist lediglich eines von vielen Monstern. Das ist schon wirklich. Es ist einfach ein Mittelfinger in Richtung Roland Emmerichs Godzilla. Was mir aber hierbei dann irgendwie doch aufgefallen ist, allein die Tatsache schon mal, dass sie Zilla jetzt auch wirklich in einem Comic nochmal verwurstet haben und dass sie Zilla sogar als Actionfigur in eine Toho Collection gepackt haben, dass der ganze Hass, der gegen diesen Kaiju gerichtet wird, irgendwie so ein Running Gag geworden ist. Und der Running Gag hingegen gefällt immer mehr Leuten. Könnten wir vielleicht eines Tages dann wirklich eine Zilla-Variante im Monsterverse sehen? Ist ja eine ganz gängige Theorie, dass dann Duck irgendwann heranreifen soll und dass Duck dann irgendwann einfach aussieht wie Roland Emmerichs Godzilla. Ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze Running Gag mit diesem Zilla dafür sorgen könnte, dass wir tatsächlich eines Tages einen Zilla im Monsterverse selber bekommen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch genau dieser Zilla, der es dann irgendwann schafft, eine Art von Multiversum aufzubauen, weil er war ja irgendwie schon überall dabei und gleichzeitig aber eben auch nicht. Das ist Schrödingers Zilla. Zilla existiert ebenso in der Zeitlinie der Godzilla-Anime-Filmtrilogie. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf man hier eingehen möchte. Welche Godzilla-Anime-Filmtrilogie? Ich dachte erst, sie reden jetzt hier von der Godzilla-Earth-Trilogie, weil ich kenne keine andere. Da ist aber Zilla nie aufgetaucht. Also hier ist auf jeden Fall beschrieben, dass eine weibliche Variante dieses Godzillas in dieser Anime-Trilogie aufgetaucht ist. Und die wäre dann übrigens wieder ein anderes Individuum. Das heißt, jetzt haben wir wirklich drei verschiedene Zilla-Varianten in diesem gesamten Godzilla-Kosmos. Und vielleicht könnt ihr mir sagen, von welcher Anime-Trilogie die jetzt hier sprechen. Oder meinen sie irgendwelche Comics möglicherweise? Der ein oder andere von euch wird es bestimmt wissen. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Wird dann ganz oben angepinnt. Ach so, genau. Das Weibchen ist übrigens hier mit dem Namen Zilla-La beschrieben. Es wird auch nicht besser, ne? Es ist quasi so, als würde dieser Zilla wollen, dass wir uns über ihn lustig machen. Zillas Name leitet sich von dem von Godzilla ab. Logischerweise. Wobei hierbei der Gott-Titel entfernt wurde. Laut des Produzenten von Godzilla Final Wars, der übrigens dafür verantwortlich gewesen ist, dass Godzilla der Gott-Titel aberkannt wurde, und ich glaube, dass Godzilla Final Wars sogar noch kurz vor dieser Actionfigur rausgekommen ist und dass diese Zilla-Figur auch auf Final Wars basiert. Das heißt, dieser Mann ist für das Entnehmen des Gott-Titels verantwortlich. Shogo Tomiyama heißt er, glaube ich, hat sich ebenfalls dazu geäußert, warum er der Meinung ist, dass der Gott-Titel diesem Kaiju hier nicht mehr beizulegen ist. Und zwar ist seine Antwort gewesen, weil der Three-Star-Godzilla, also eben das Design von Godzilla, das wir in Roland Emmerichs Film gesehen haben, den Gott-Titel hierbei nicht verdient. Der Hollywood-Godzilla ist nur ein ganz normales Monster und hat nichts mit dem Godzilla zu tun, den die Fans doch so lange verehren. Ich meine, Roland Emmerich ist, glaube ich, auch sehr beratungsresistent. Ich glaube, der lebt auch ein bisschen in seiner eigenen Welt. Aber stell dir einfach mal vor, du erschaffst eine Kreatur, einen Film, und jeder erkennt dir einfach diesen Gottstatus ab. Er erkennt Godzilla den Status ab, ein Godzilla zu sein. Gerecht oder nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare unten reinschreiben. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Infovideo. Obwohl die ursprüngliche Kreatur aus dem Film von 1998 rechtlich weiterhin als Godzilla bekannt ist, logischerweise ebenfalls auch auf dem Cover ist er als Godzilla gelistet und er wird sogar im Film immer wieder Godzilla genannt und lustigerweise hat er in mehreren Episoden der Kinderserie, Godzilla die animierte Serie, immer mal den Spitznamen Gott bekommen. Was sehr witzig ist, da genau dieser Name ihm ja aberkannt wurde. Der Name Godzilla bleibt also trotz allem für das, was wir eben bisher kennen, gerade eben für die Roland Emmerich Projekte, bleibt er eben weiterhin fest bestehen und wurde auch jetzt bei bestimmten Neuauflagen wie Blu-ray oder eben auch 4K nicht mehr aus dem Titel rausgenommen. Allerdings wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass alle zukünftigen Projekte, die sich noch einmal mit diesem Godzilla befassen werden, vom Design her, vom Geräusch her, ihr kennt die ganze Geschichte, dass es dann hierbei nur noch ein Zilla sein wird. Das heißt, wenn das Tier nochmal irgendwie in Zukunft auftaucht, vielleicht im Monsterverse, dann wird es eben nur noch ein Zilla sein und eben nicht mehr ein Godzilla. Der Künstler und Co-Autor von Godzilla Rulers of Earth, Matt Frank, erklärte, Toho macht jedoch immer noch keinen Unterschied zwischen Zilla und Godzilla 1998 mit Ausnahmen des Titels. Was auch immer das jetzt heißen soll, weil das, was wir jetzt eben gerade davor erfahren haben, hört sich ein bisschen anders an, aber scheinbar akzeptiert Toho diesen Godzilla immer noch in
irgendeiner Form. Sie werden ihn aber, wie gesagt, sollte er nochmal in bestimmten Projekten auftauchen, genau wie auch hier jetzt in Final Wars, nicht mehr als Godzilla, sondern eben nur noch als Zilla betiteln. Ich glaube, man geht hier darauf ein, dass sollte jetzt Roland Emmerich da ankommen und sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie Bock, nochmal so einen Film zu machen, im zweiten Teil vielleicht doch noch, der dann die Serie ausblendet, darf ich das machen? Dann würde Toho wahrscheinlich sagen, na, mach halt. Kannst du von mir aus auch Godzilla nennen. Aber bei uns, in Toho selber, wird dieses Tier weiterhin als Zilla behandelt werden. Dass Toho sich ja bereits bei dem offiziellen Spielzeug zur Figur dazu entschieden hat, den Namen Godzilla, naja, quasi rauszunehmen und das Tier nur noch Zilla zu nehmen, das habe ich euch ja eben gerade schon erzählt. Tatsächlich gab es hier aber auch Fans, die sich darüber beschwert haben, dass eben auf dem original verpackten Godzilla nur noch Zilla oben drauf steht und es werden wahrscheinlich so ein paar Sammler sein, die dann eben den schönen Godzilla da stehen haben wollten. Jetzt ist es halt nur noch Zilla im Titel. Und auch dazu hat sich Toho geäußert. Und ich find's witzig, dass die da wirklich so stur geantwortet haben. Macht euch einfach selbst ein Bild von der Antwort von Toho dazu. Wir zwingen niemanden, unser Produkt zu kaufen, auf dessen Etikett Zilla statt Godzilla 98 steht. Und wir missachten auch nicht den Charakter. Das ist einfach die Art und Weise, wie die Lizenzierung funktioniert. Lizenziertes Merchandise dürfe allerdings weiterhin auch unter dem Namen Godzilla vermarktet werden. Das heißt, wenn jetzt eben jemand eine Godzilla-Figur erstellen möchte, dabei meine ich jetzt hier Zilla, also das Design von Roland Emmerich, dann kann man das gerne unter dem Namen Godzilla machen. Da hat Toho nichts dagegen. Sie werden aber selber einen Teufel tun und werden nur noch den Namen Zilla auf den Figuren benutzen, da sie ihm eben den Gottstatus aberkannt haben. Zillas Namen wird in Godzilla Final Wars übrigens auch nie auf dem Bildschirm ausgesprochen. Das heißt, der Name von dem Tier stammt wirklich ursprünglich von dem lizenzierten Spielzeug, was halt, wie gesagt, glaube ich, zu Final Wars gehört hat. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es eben dieses Spielzeug, wo dann zum allerersten Mal der Zilla-Name drauf stand. Und das wurde in Final Wars so nie erwähnt, ist aber inzwischen einfach für Toho beschlossene und offizielle Sache. Um allerdings ganz klarzustellen, dass es sich bei Zilla in Godzilla Final Wars nicht zufällig um das gleiche Design handelt, wie auch bei Roland Emmerichs Godzilla, beziehungsweise ist das Design nicht mal identisch. Das hat noch ein paar Abwandlungen, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Man wollte aber auf jeden Fall sicher gehen, dass die Fans den kleinen Zwinker auch verstehen. Aus diesem Grund nennt einer der Kontrolleure von Planet X den Zilla, der dann eben dort auftaucht, einen Thunfischkopf oder eben auch einen Thunfischfresser, damit man hier eben ganz klar weiß, ja, das hier ist auf jeden Fall eine Referenz an dich, Roland Emmerich. Puh. Aus diesem Grund bezeichnen japanische Fans sowohl Zilla als aber auch den Tree Star Godzilla häufig mit den Spitznamen Maguro, wörtlich für Thunfisch, oder eben Maguro-san, wörtlich für Mr. Thunfisch. Können wir bitte den Namen Mr. Thunfisch etablieren? Ey, bitte, wenn ich in Zukunft von Mr. Thunfisch rede, müsst ihr wissen, wen ich meine. Wir machen das einfach jetzt so. Ich werde auch jetzt hier in diesem Video den Namen Zilla nicht mehr erwähnen. Wir reden jetzt hier von Mr. Thunfisch. Aber auch hier habt ihr eben gerade gemerkt, dass man nochmal einen Unterschied macht zwischen Mr. Thunfisch und eben Godzilla aus Roland Emmerichs Film. Die werden als zwei verschiedene Individuen gehandhabt. Jetzt ist halt die Frage, wer ist jetzt Mr. Thunfisch? Ich meine mit Mr. Thunfisch einfach das generelle Zilla-Design, oder? Ich werde dann einfach, wenn ich noch einmal über Mr. Thunfisch rede, dann eben sagen, Mr. Thunfisch aus Godzilla Final Wars oder eben Mr. Thunfisch aus den Comics, damit ihr auch dann wisst, welchen Mr. Thunfisch ich meine. In Godzilla, Herrscher der Erde, erhält Mr. Thunfisch seinen Namen, in Klammern Zilla, nachdem er fälschlicherweise als Godzilla identifiziert wurde. Und ja, hier wird dann wirklich darauf eingegangen, dass das Tier eben erst als einen Godzilla identifiziert wurde. Und dann wird das Ganze aber nochmal klargestellt, nee, es ist nicht Godzilla, es ist eben Zilla, unser Mr. Thunfisch. Und da gibt es jetzt eben noch ganz viele andere Beispiele. Ich habe euch ja, wie gesagt, die Quelle mal unten verlinkt. Die müssen wir jetzt hier nicht alle durchgehen. Auf jeden Fall wird immer wieder klargestellt, dass man nicht einfach nur Roland Emmerichs Design vom Original Godzilla eben abkapselt, ihm noch den Gottstatus entwendet. Nein, es wird auch immer wieder darauf eingegangen, dass Mr. Thunfisch verschiedene Varianten hat. Eben einmal die aus dem Film von Roland Emmerich, einmal die aus Godzilla Final Wars und dann auch eine Variante aus irgendeiner komischen Anime-Trilogie, die ich allerdings nicht gefunden habe. Kommen wir jetzt mal zum Design. Jetzt haben wir wirklich dann den wirklich offiziellen Fakt, den letzten Schliff nochmal, dass die Leute jetzt wirklich verstehen, es ist nicht derselbe
Mr. Thunfisch in Final Wars wie in Mr. Thunfisch von Roland Emmerich 1998. Beim Design wird nämlich geschrieben, in Godzilla Final Wars ist Mr. Thunfischs Aussehen fast identisch mit dem Mr. Thunfisch Design von Treestar. Das liegt daran, dass man das Modell, also die Modellfigur, die Originalmodellfigur, damals eben einfach eingescannt hat und hat die dann eben, naja, animiert. Und die Animation in diesem Film, das CGI, das ist aber auch für früher nicht gut gewesen, ne? Das ist schon echt krass, aber das war, glaube ich, auch mehr beabsichtigt, dass die sich wirklich bei diesem Mr. Thunfisch eben nicht so viel Mühe geben, weil sie sich eben gedacht haben, komm, macht der Film ja selber auch nicht, also was soll's. Der einzige wirklich prägnante Unterschied in seinem Aussehen eben zu Roland Emmerichs Variante sind die Knochenschuppenplatten, die gerade nach oben zeigen, anstatt nach vorne gekrümmt zu sein, wie sie eben in Roland Emmerichs Variante dargestellt ist. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch hier gerade mal die beiden verschiedenen Varianten eben einblenden. Da könnt ihr dann sehen, dass das wirklich unterschiedliche Designs sind, zumindest minimal. Wenn ich es vergessen sollte, ihr könnt ja alle einfach Google benutzen. Kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu den prägnanten Fähigkeiten von unserem Zilla, unserem Mr. Thunfisch. Und zwar ist hier zum einen die Sprungkraft hervorgehoben. Allerdings basieren diese Daten jetzt hier, die nochmal ganz zum Schluss aufgelistet sind, auf dem Mr. Thunfisch aus Godzilla Final Wars und nicht aus der Variante aus Roland Emmerichs Film. Denn die haben wir jetzt ja gelernt, die nehmen wir einfach und knüllen die zusammen und schmeißen die aus dem Fenster. Dieses dämliche Mistvieh. Und deswegen geht man jetzt auch hier erneut nicht auf Roland Emmerichs Film ein, sondern eben auf den Zilla, verdammt, den Mr. Thunfisch aus Godzilla Final Wars. Und hier ist die Sprungkraft ganz klar hervorgehoben. Ja, das sieht man eben auch im Film. Der springt dann halt mal eben sehr weit. Ich meine, es hilft ihm nicht allzu viel im Endeffekt, aber er springt. Sehr hoch und weit. Und schnell springt er auch, ja. Dann ist eben noch die Gewandtheit gelistet. Godzilla ist sehr agil und wendig und ebenfalls auch sehr schnell. Das haben wir eben gerade auch schon mal besprochen. Auch das können wir im Film sehen, ja. Hilft ihm aber einfach genauso wenig weiter. Also das sind schon mal zwei Fähigkeiten. Kannst du weglassen. Das Graben. Das Graben ist ebenfalls eine Fähigkeit, die man der Mr. Thunfisch-Variante von Godzilla Final Wars überlassen hat, denn genau diese Fähigkeit benutzt er nämlich auch in der Animationsserie, also in der Kinderserie Godzilla, die animierte Serie, als aber auch zum Teil im Roland Emmerich-Film, weil da buddelt er sich ja auch unter die Erde drunter und versteckt sich dann dort und legt dann da eben auch Eier. Und obwohl ich Final Wars erst vor kurzem gesehen habe, hat er das da auch benutzt? Mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht habe ich doch einfach gerade weggeschaut. Hat er da seine Grabeskills benutzt? Ich wüsste es jetzt auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall hat Mr. Thunfisch eben auch in dieser Final Wars Variante die Fähigkeit des Schauflers. Ach so, übrigens hat ihm die Fähigkeit auch nichts gebracht. Also zumindest in dem Film. Egal, ob er sie gemacht hat oder nicht, kommt aufs Gleiche bei raus. Und kommen wir noch zur Intelligenz. Ja, es ist schwer zu sagen, weil der Mr. Thunfisch aus dem Film hier war ja eben unter Gedankenkontrolle. Deswegen kann man hier nicht wirklich sagen, ob der jetzt sehr schlau gewesen ist. Gehen wir aber mal auf die Variante von Roland Emmerich zurück. Dann kann man da wirklich sagen, dass sich der Mr. Thunfisch dort wirklich wie ein Tier verhalten hat. Und man kann da schon von einer sehr hohen Intelligenz ausgehen im Endeffekt. Das sehen wir aber auch dann zum Beispiel an Zilla Junior, den dürfen wir noch so nennen, das ist nicht Mr. Thunfisch Junior, das ist noch Zilla Junior, der in der Kinderserie auftaucht, denn der kann sich zum Beispiel an Menschen binden, schon fast wie so ein Hund oder wie Shimo an Kong. Geil. Und ebenfalls zeigt er auch im Kampf immer wieder sehr, sehr krasse, intelligente Moves, also ja, die ursprüngliche Variante ohne die Mind Control, da kann man schon sagen, intelligent definitiv. Aber das konnte er halt in Godzilla Final Wars nicht ausspielen, weil Gedankenkontrolle und so, das ist dann eben in die Hose gegangen. Und das war's jetzt mit den Fakten über Zilla oder wie wir ihn jetzt nennen, Mr. Thunfisch, die ich jetzt hier zusammengetragen habe. Es fehlen noch ein, zwei Sachen, die ich allerdings erst ansprechen will, wenn wir über die gesamte Serie Godzilla The Animated Series sprechen. Da mache ich dann eben ein ganz großes Video noch über Godzilla Junior oder über Zilla Junior, wo ich dann eben auf die beiden Staffeln auch eingehe. Da kann man auch nochmal ein bisschen mehr dann auf den ursprünglichen Mr. Thunfisch eingehen. Das sind aber Sachen, die hebe ich mir eben dann für diesen Part auf.
Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu, naja, dieser ganzen Thematik? Bist du der Meinung, ja, kann ich bei Toro nachvollziehen, dass die so ein bisschen gegen diese Godzilla-Variante gehen? Fandest du das Video interessant? Hast du gewusst, dass es scheinbar mehr als nur eine Variante von diesem Mr. Thunfisch gibt? Was sagst du zum Namen Mr. Thunfisch? Wie gefällt dir das Design von Mr. Thunfisch? Schreib mir all deine Gedanken in die Videos unten rein. Und jetzt, ihr Lieben, haben wir lang genug geschwätzt. Ich bin für heute raus mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.